Sony Computer Entertainment presents eine Naughty Dog Produktion. Bluepoint Games. Und damit herzlich willkommen zu Uncharted, The Nathan Drake Collection. Ich bin der Nike und heiße euch hier herzlich willkommen. Und es gibt direkt mal ein paar Sachen dazu zu sagen. Ja, Uncharted, The Nathan Drake Collection am 7.10. hier in Deutschland erschienen im PlayStation Store. Ich war allerdings zu dieser Zeit im Urlaub, deswegen konnte ich es mir noch nicht holen vorher. Jetzt kann es aber losgehen. Und es gibt noch drei Sachen zu sagen. Das Spiel beinhaltet Uncharted 1 bis 3 Remastered hier auf der PS4. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil nächstes Jahr kommt ja Uncharted 4 raus. Und zur Feier haben sie dann die anderen Teile alle mal auf die PS4 geklatscht in einem Bundle, das nur 60 Euro kostet, was ich sehr gut finde. Und es gibt jetzt noch zwei Sachen zu mir zu sagen. Erstens, wenn ich Shooter spiele, also es ist ja kein wirklicher Shooter, es ist natürlich eher so ein Adventure-Spiel, Adventure-Genre, aber es wird halt auch geschossen und des Ähnlichen. Und normalerweise mache ich sowas nur auf dem PC. Das heißt, schießen mit dem Controller hier, das habe ich eigentlich so gut wie noch gar nicht gemacht. Und wenn ich sowas mache, dann eigentlich auch nur in der Ego-Perspektive. Und da kommt das zweite Problem dazu. Das Ding hier spielt sich nämlich in der Third-Person-Sicht. Das heißt, ich werde wohl richtig, was solche Ballerszenen angeht, richtig verkacken. Habe allerdings, und das muss ich sagen, auch noch keins von den Uncharted-Teilen gespielt. Hiervon habe ich die Demo gespielt und mehr auch nicht. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit Uncharted 1, Drakes Schicksal. Okay, gibt es noch Optionen? Kampagne, fortlaufender Season, Kampagne natürlich. So, Forscher, ich denke mal da, für alle, die einfach das Spiel sehen möchten, das sind wir natürlich nicht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich lieber einfach bevorzugen würde. Ihr könnt euch vielleicht denken, wieso. Weil ich ein totaler Noob in sowas bin. Ja, also Forscher machen wir auf keinen Fall. Also ich denke, ganz ohne Gegner, das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Ich meine, das Spiel, das gehört ja zum Spiel dazu. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, neue Spieldaten. Alles klar. Muss er erst noch speichern. Jetzt kann es aber losgehen. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. Ja.
So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja, und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Okay, wir starten also direkt ins Geschehen. Haben die uns hier draußen gefunden? Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesem Kerl getan? Ja, das ist eine lange Geschichte. Okay, dann... Die Jungs können sie nicht leiden, was? Um dahinter in Deckung zu gehen. Hoppala. Das hat ja super geklappt. Beeil dich, Sally. Ah, ich glaube, er lädt automatisch nach. Das ist schon mal gut. So. Da sind ganz viele Piratos Papayos. So, kommt mal her. Oh shit, die sind da runtergesprungen. Das ist nicht so gut. Wir kommen jetzt hier rauf irgendwo. Da, nein. Was? Wollten Sie Fick? Was? Ach so, alles klar. Alles klar, da verliere ich allerdings selber ein Leben bei. Das sollte ich vielleicht nicht nochmal tun. Also nicht unbedingt immer. So, wo kommen noch mehr? Dahin. Wir kommen jetzt auch da angecruised. Oh, hab ich hier. Nein, die kommen auch wieder drauf. Alles klar. Wir sind hier also in Panama, ohne docken Sie. Um eine weitere Combo auszuführen. Oh, scheiße. Okay, machen wir das jetzt mal. Alles klar. Hier kann ich irgendwo Muni aufsammeln. Super. Freut mich. Gib mal her. Na komm, wo ist er? Ja. So, mehr Piraten. Oh shit, wir kommen da hoch. Okay. Zieh dich, Mann. Okay, der schießt auch nicht automatisch. Oh shit. Nachladen. Alles klar, sie hat ihn erledigt. Gut gemacht, Vibe. Hätte ich nicht erwartet von ihr jetzt unbedingt. Ein Scheiß. Der da hat einen Raketenwerfer. Okay, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Heiliger Name. Was ist das? Ach so. Meine Kaution krieg ich dann wohl nicht zurück. Das ist dann wohl Sully. Die Kamera, die kommt. Ach, Gott sei Dank. Oh nein. Verdammt. Das Schiff geht hoch. Ins Wasser. Ja. Moment. Was soll das denn? Okay. Los. Okay. Los. Ja. Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena bescheißt. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleiner.
kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Ja. Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst noch was? Oh, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut. Denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir, dass... Das kann nicht wahr sein. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Na, ist klar. So serviert man Frauen ab. So. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Ja. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt hab? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon. Nate, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Ach, du Dankbarer. So, ich wollte gerade eigentlich fragen, wie man rennen kann, aber anscheinend läuft er von automatisch schon. Springen irgendwie? Ah ja, okay. Schaut euch das an. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, ich weiß gar nicht, der erste Teil ist 2007 erschienen. War das schon PS3? Meinst du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Also, ja, hätte ich den ersten Teil jetzt... Also hätte ich das Original gespielt, würde ich jetzt wohl den Unterschied erkennen. So natürlich nicht. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully.
ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Aber Moment, einmal eben Nase kratzen. So. Umsehen ist jetzt gefragt das erste Mal. In sowas bin ich auch ganz schön langsam, was jetzt so Sachen finden angeht. Also da könnt ihr euch auf ein schönes, langes LP einstellen. Mann, da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Okay, ein Spalt. Aha, was haben wir denn hier? Na, das sieht doch gut aus. Sieht wirklich gut aus. Gucken hier erstmal überall um. Wer hat das wohl gebaut, die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Ja, ein paar Säulen. Da kommen wir nicht hoch, zufällig. Nee. Da hinten ist so eine Ranke. Aber ich denke mal, die wird da auch nicht hochkommen. Ja. Sieht sehr alt aus, ja. So, jetzt könnten wir hier hoch. Was ist denn hier hinten? Kann man sich das hier noch mal von unten ansehen oder wie sieht das hier aus? Hier ist ein Sackgasse, alles klar. Dann gehen wir da jetzt mal hoch. So, ich hoffe, der Sully da kommt hinterher. Wo ist der denn? Da hinten. Bin ich mal gespannt, kommt der hier hoch oder ne? Der läuft da jetzt einfach rum, ne? Ja. Gut. Kann ich hier... Nein. Alles klar. Vergesst es, Freunde. Da komme ich hier vielleicht irgendwie hoch. Nee. Gut, gut. Dann müssen wir das nochmal probieren. Ach so, jetzt sehe ich es. Ja, ja. Alles gut. Hab's gesehen. Oh, da ist Nate aber gerade mal ein bisschen durch den Stein gesprungen, habe ich das Gefühl. Okay, hier. Hopp! Hoch mit dir. So, ah, jetzt kommt Sully auch hinterher. Was gefunden? Bis jetzt nicht. Was ist das hier? Also vorsichtig. Vorsichtig sein. Ein Totem. Ein steinerner Totem. Oder ein steinerndes Totem, besser gesagt. Oh, pass auf da oben. Holy. Da habe ich jetzt gerade einen kleinen Schock bekommen. Komm ich hier hin? Ja. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Aha. Irgendwie den Boden einschlagen, alles klar. Ich springe erstmal weiter von Säule zu Säule. Alter! Von Säule zu Säule, wollte ich erst sagen. Um sich fallen zu lassen da und daran festzuhalten, alles klar. Ah, interessant. Ja, sowas zum Beispiel. Da werde ich wahrscheinlich nicht der Beste drin sein und nicht der Schnellste. Bewegen Sie sich mit L weg von der Wand und drücken Sie X. Ja, okay. Soweit, so gut. Aha. Oh. Gut gemacht, Kleiner. Ein Eingang in einen Tempel. Ja, ich würde sagen, da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, die erste Folge von Uncharted The Collection hat euch gefallen. Wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Ich hoffe, das Spiel, hier kann man irgendwie speichern. Ich werde das jetzt gleich mal eben überprüfen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.